Ja, Frenzi, ich möchte dir herzlich danken, dass du die Einladung angenommen hast, bei uns in der Landesgalerie dein vielschichtiges Œuvre zu zeigen. Wenn man dich als Künstlerin beschreibt, würde ich sagen, du bist eine Entdeckerin und auch für unser Publikum ist dein Werk eine Entdeckung. Wie würdest du denn dein künstlerisches Schaffen beschreiben? Ja, also bin ja auch eine Malerin, also ausgebildet. Ich habe auch Malerei studiert in Zürich, damals an der Kunstgewerbeschule. Und habe aber da schon, ich habe zwar mit Malerei viel auch gearbeitet, aber ich habe dort schon gemerkt, dass ich nicht so interessiert bin an diesen Endprodukten oder auch an den Bildern, die entstehen und so, sondern dass mir das Prozesshafte mehr interessiert. Und das war, ja, was war vor 50 Jahren schon fast irgendwie so. Nur habe ich nicht genau gewusst, wie ich das umsetze und wie man sowas Prozesshaftes auch sichtbar macht, weil ich bin auch interessiert am Sinnlichen. Also ich habe das auch gern, wenn etwas Erlebbares auch vorhanden ist. Sind nicht auch Strukturen im Alltag so ein Thema, das bei dir immer wieder ganz präsent ist? Ja, das stimmt. Das ist auch, was mich interessiert. Und ich beobachte das auch, weil die Strukturen, also Strukturierung ist ja eigentlich das, was jeder dauernd macht, oder? Weil sonst überflutet einem ja alles. Man muss, und ich vielleicht im Speziellen auch, ich muss dauernd strukturieren, damit ich weiß, wie parallel und was alles gleichzeitig wahrzunehmen ist. Und ich bin nicht jemand, der so fokussiert, sondern ich bin jemand, der immer so parallele Schienen wahrnimmt. Und das auch von den anderen. Also mich interessieren diese Strukturen, auch die Strukturierungen von anderen Leuten, wie sie das ihren Alltag dann bewerkstelligen. Das interessiert mich. Und da versuche ich irgendwie drüber nachzudenken und dann auch damit zu arbeiten. Aber Alltag ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil wir stehen nämlich hier vor einer Arbeit, die heißt Transitory Gardens, also vergängliche Gärten. Mhm. Und da hast du dich ja inspiriert an tatsächlich vergänglichen Gärten, die Obdachlose in New York in ihren temporären Aufenthaltsorten geschaffen haben. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Mhm. Ja, da habe ich die Entdeckung gemacht von dieser Margaret Morton, das ist eine Fotografin und die hat in New York in den ich glaube, es sind 2000er Jahren, also über längere Zeit, hat sie diese obdachlosen Gärten fotografiert. Und das war wirklich sehr, die sind sehr zeitgebunden. Also das zum Teil nach einigen Wochen wurden die immer wieder natürlich weg. Jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Und dort habe ich irgendwie, es hat mir so eingeleuchtet, dass das eigentlich so etwas Umfassendes ist, dass du sogar, dass der Mensch, ob er, wenn er jetzt nichts hat, aber dass er das baut mit dem, was er findet oder sowas. Und sich, diese Universen sehen ja alle gleich aus. Das sind diese Gärten, das schaue ich da raus und schaue es bei uns. Das ist alles so, die Strukturen sind so ähnlich. Das hat mich so überzeugt oder erstaunt, oder? Das ist irgendwie, und das hat mir sehr gut gefallen. Aber diese temporären Gärten in New York, die sind ja zusammengebaut aus den Dingen, die man so erfindet auf der Straße, ja. Plastik, ja. Steine, ja. Abfall, Müll. Ja. Aber wie übersetzt du das jetzt in deine Arbeiten? Mhm. Also abgesehen von der Form habe ich halt versucht, die Reduktion, also das ist ja eigentlich eine, das noch viel stärker zu reduzieren. Also dass man da, klar, es ist das Leinen, es ist der Filz. Ich meine, Filz mag ich sowieso als Material, weil das so ein, man sagt ja, das ist der erste Stoff, das haben ja die Arche Noah, oder in der Arche Noah haben da die Tiere. Es hat was Archaisches. Ja, ja, und man sagt, das haben die Tiere, das sind ihre Haare sind runtergefahren, ihr Dung, die haben sich herumgetrampelt
Und dann sind die Tiere aus der Achenor gegangen und übrig geblieben ist der Filz. Aber wenn man dein Werk jetzt so betrachtet, dann ist augenfällig, dass du ganz viel mit Stoffen und mit textilen Materialien arbeitest. Woher kommt denn diese Affinität für das textile Material? Also die Affinität, ich meine, gut, meine Mutter war Schneiderin und ich bin mit in dieser Umgebung aufgewachsen. Sie hat auch für fremde Leute genäht, also da sind auch die zu uns gekommen und dann hat sie für die Kleider genäht. Aber so richtig für Textile bin ich oft mit den Textilen zu arbeiten, bin ich erst durch das Erbe von meiner Mutter gekommen, weil sie hat mir solche Bündel vererbt vor allem. Und ich denke mir, das ist für Schneiderinnen was ganz Normales. Und für mich ist es einfach eine, ja, ich habe mich sehr gefreut und habe gedacht, damit will ich jetzt was arbeiten. So habe ich begonnen eigentlich, so richtig so mich mit textilen Sachen auch in der Arbeit zu verwenden. Und ich habe da auch, das ist auch eine Arbeit, das ist auch mit den Textilen, aber da, das sind ursprünglich, meine Mutter hat mir ja alles genäht, sie selber, da sie ja Schneiderin war, und das sind die Reste meiner Röcke, die sie dann zu Bändern verarbeitet hat. Also das ist im Prinzip, sind das so von den 70er Jahren bis zu den 90er Jahren sind das eigentlich so diese Kleiderstoffe. Du hast der Arbeit, die zeigen wir ja auch in der Ausstellung, du hast ja auch einen sehr schönen Namen gegeben, das Zeitstück. Ja. Weil die Zeit ist inkludiert, es ist ja auch was Persönliches, was Privates inkludiert. Mhm. Ja, und das ist ja so ein Festhalten der Zeit auch und ein da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Ja, wir zeigen in der Ausstellung eine besondere Art eines Herbariums und zwar interessierst du dich besonders für den Salbei. Was interessiert dich an dieser Pflanze? Also den Salbei, habe ich eigentlich genommen für diese Arbeit. Das ist eine Fotoarbeit, da sieht man, weil das eine sehr weit verbreitete Pflanze ist. Also die gibt es eigentlich fast auf der ganzen Welt. Und das ist ja, das finde ich immer für mich, hat Sinn, wenn man etwas nimmt, was man so kennt, oder? Das ist für mich einfacher. Und dann habe ich die Namen irgendwie aufgeschrieben auf so ein textiles Material. Das ist so ursprünglich so Tischdecken und dann habe ich das ausgeschnitten und dann wieder zusammen auf einen Haufen und in die Luft geworfen und so wie es runtergekommen ist, so habe ich das dann fotografiert und Flocken des Zufalls. Ja, der Zufall spielt eine wichtige Rolle bei dieser Arbeit, weil wie diese Buchstaben auf dem Boden aufkommen, das kannst du ja nicht vorhersehen. Das stimmt, aber das ist auch nicht so wichtig, weil es heißt ja immer das Gleiche. Also es bleibt der Muscatella-Salbei, egal wie der runterkommt, oder? Unser Publikum wird auch vieles entdecken können in deiner Ausstellung. Und heute sind wir hier in deinem Garten, weil eine große Gartenarbeit in der Ausstellung ja auch das Publikum empfängt. Genau, die Tapete, meinst du? Genau, und wir stehen da mitten in diesem Vermessungsgarten mit diesen Vermessungszeichen. Da habe ich jetzt den Garten, jeden Meter habe ich eine Flagge und habe dann auch da ein Foto gemacht. Damals, wo die Fotos gemacht wurden, war das noch gar nicht grün. Ja. Da war ein richtiger Wintergarten. Jetzt kann man schon, da sieht man schon den Muscatella-Salbei, da drüben ja, noch ein bisschen vom Rucola, dann kommen aber auch so ein paar Tulpen kommen schon.
Aber das heißt, deine Tapete ist eine Momentaufnahme und die Natur, und das verändert sich ja auch, genau. Auch ständig. Ja, genau, genau. Und das gehört ja auch, das ist ja auch ein bisschen, der Garten ist ja ein bisschen auch wie mein Atelier. Das gehört ja auch dazu, dass man so Eingriffe macht und Beobachtungen macht. Ja, aber du ordnest und strukturierst sehr gerne, oder? Ja, das machen alle. Ich mache es gern, würde ich jetzt nicht sagen gern, aber ich mache es, weil es einfach so eine Erleichterung ist und weil Systeme eigentlich sehr viel Freiraum schaffen. Und das ist jetzt, für mich ist das zum Beispiel, das ist so ein Beispiel, wenn ich das so aufbewahre, wenn ich das habe, dann habe ich Zeit gestohlen, oder? Literatur ist ja auch immer eine Inspirationsquelle für dich, und es gibt eine Schweizer Schriftstellerin, mit der du besonders intensiv arbeitest und wo du immer wieder auch Zitate in deinen Werken verwendest. Wer ist sie? Also diese Schriftstellerin, die heißt Escorin Abi, die habe ich erst vor einigen Jahren entdeckt, und das ist eine Schriftstellerin aus den Wallis, also in den Walliser Alpen, und ist eine in den 50er Jahren, also ist 1976 gestorben, und ich bin drauf gekommen, dass sie die Frauenfiguren, die sie beschreibt, also es geht um Geschichten, so Lebensgeschichten in den Bergdörfern, und diese Frauenfiguren, dass die eigentlich auch so an diese Sprachlosigkeit haben oder beschrieben werden, für die ich mich sehr interessiere. Und das ist nicht eine Sprachlosigkeit grundsätzlich, sondern es ist eine andere Ausdrucksart. Es ist nicht, und dann habe ich jetzt mit die Texte von ihr zum Teil also geschrieben in dieser Arbeit, die man auch in der Ausstellung sieht. Und das heißt zum Beispiel, alle wimmern und flennen, wenn tüchtige Hände, und dann eben die Zitate aus dieser Geschichte, aus dem Buch Der schwarze Erdbeeren. Könnte man sagen, dass du den Frauen, die sprachlos sind, eigentlich eine Stimme und eine Sprache gibst? Ja, ich meine, ich glaube einfach, ich verstehe diese Figuren, und die sind mir auch nah und wichtig, und ja, man könnte sowas sagen. Und jetzt noch einmal zu dieser Vermessung von deinem Garten. Ist das so etwas wie eine Vermessung der Welt? Vielleicht. Also auf jeden Fall kann man da drinnen die ganze Welt sehen.